Nun gehe ich zum Lernbegriff über. Und Sie sehen hier ein Schaubild, das in Anlehnung an die Theorie von Winfried Marotzky und Bernd Jürissen entwickelt worden ist. Marotzky ist Professor für allgemeine Pädagogik an der Uni Magdeburg und Jürissen sein Assistent und wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und diese beiden Autoren haben die Begriffe Lernen und Bildung nochmal jeweils in Lernen 1 und Lernen 2 und in Bildung 1 und in Bildung 2 unterschieden und nehmen hier eine mengentheoretische Relationierung von Gregory Bateson auf, einem Psychologen, Philosophen und Psychiater aus den 70er Jahren. Und der Vorteil dieses Konzepts ist, dass man ganz viele Diskurse, die es im Augenblick über Lernen und Bildung in der Psychologie und in der Erziehungswissenschaft und Bildungswissenschaft gibt, ganz gut ordnen kann. Und deswegen habe ich Ihnen das hier auch nochmal mengenrelational aufgemalt. Sie sehen, das sind Kreise oder Ellipsen. Und jeweils eine Ellipse schließt eine andere ein. Das heißt also, die kleinere ist eine Teilmenge der größeren. So ist das zu denken. Ich beginne mit Lernen 1. Das ist das Lernen des unbedingten Reflex. Immer dann, wenn Stimulus S, dann auch R. Immer wenn Fritzchen gehauen wird, dann weint Fritzchen. Ja, das wäre ein unbedingter Reflex. Das hat er irgendwann mal gelernt, dass wenn er dann weint, hört der Vater auf zu hauen oder was auch immer. Lernen 2 ist der bedingte Reflex. In den Lehrbüchern der Psychologie finden Sie hier immer den Pawlowschen Hund erklärt, der also Speichelfluss erzeugt, wenn eine Glocke erklingt, obwohl die Glocke nun absolut nichts mit Hunger und Durst und Speichel zu tun hat. Diesem Hund wurde also beigebracht, einen Reflex, einen beliebigen Reflex zu trainieren, der in dieser Form nicht notwendig ist. Und die Pädagogen haben sich natürlich gerne auf diesen bedingten Reflex bezogen, weil sie gesagt haben, das ist ja eigentlich das, was wir in der Schule und überhaupt so machen, dass wir also, wenn wir irgendein Signalwort sagen, dass die Lernenden dann immer eine Antwort haben. Ein Karlauer Beispiel aus einem uralten Geschichtsunterricht. 3, 3, 3, sagt der Lehrer. Und die Schüler müssen sagen, Issos-Keilerei. Das heißt, Sie müssen wissen, dass dann die Schlacht von Issos war. Ich erwarte, dass Sie weder wissen, was das war, also wo Issos liegt, noch welche Bedeutung das historisch hat, weil Sie es vielleicht selber gar nicht mehr gelernt haben oder, wenn Sie es gelernt haben, haben Sie es wieder vergessen. Und zwar völlig zu Recht. Es hat nämlich keine Bedeutung in Ihrem kognitiven Orientierungssystem. Sollte jemand von Ihnen sich noch erinnern, und das ganz wichtig finden, hat er ein anderes, ein ungewöhnliches Orientierungssystem, dann interessiert ihn nämlich also die antike Geschichte, die vorhellenistische Geschichte und da passierte das ja irgendwann. So, das sind also bedingte Reflexe. Das sind die beiden Lernbegriffe, mit denen man in der Pädagogik auch etwas anfangen kann für elementare Lernprozesse, aber doch eigentlich eher sind das Begriffe der Psychologie. Und jetzt kommen die beiden Bildungsbegriffe, die beiden Autoren hier dann da drauf setzen. Wie gesagt, bei Gregory Bateson, der unterscheidet nicht zwischen Lernen und Bildung. Der schrieb ja auch in Englisch, da kann man das gar nicht so leicht unterscheiden, sondern er hat hier vier verschiedene Lernbegriffe unterschieden. Und die benutzen eben Marotzky und Jürissen und führen praktisch den Bildungsbegriff bei den Stufen 3 und 4 von Bateson ein. Die Bildung 1 bedeutet, Menschen lernen kennen Weltaufordnungen, Weltorientierungen, und zwar mehrere. Es gibt nicht nur eine. Sie haben ihre eigene, sie gehen in die Schule oder in einen Kurs und merken, man kann die Welt auch anders sehen. Und sie merken dann, dass nicht eine einfach richtig ist und ersetzt werden kann durch die andere, sondern dass man einfach akzeptieren muss, dass es eine Vielfalt von Weltaufordnungen, von Weltanschauungen gibt. Und die lernt man einfach, um sich dann später in bestimmten Situationen in einer solchen Vielfalt, in einem solchen Möglichkeitsraum orientieren zu können. Der Nachteil dieses Konzepts ist ein unvermeidlicher Relativismus. Also wenn nun man Menschen töten kann oder auch nicht und dieses und jenes und alles kann immer unterschiedlich sein, ist es natürlich für die Orientierung im Alltag, im Handeln schwierig. Man muss also immer erst dann noch wieder Entscheidungsprozeduren dazwischen setzen. Und
Deswegen wird dieser Relativismus von vielen, nicht von Pädagogen, aber von vielen anderen kritisiert als nicht lebbar und als die Menschen desorientierend. Was aber verkannt wird, ist, dass wir in einer sogenannten pluralistischen Gesellschaft leben, also wo auch die Verfassung dieses Staates ausdrücklich die Pluralität also von Weltanschauungen, die sich nicht einig sind, akzeptiert. Das ist eine Reaktion auf den Totalitarismus des Nationalsozialismus gewesen, als diese Verfassung so formuliert worden ist. Aber es gibt auch andere, wie etwa die US-amerikanische, die ein ähnliches Pluralismusgebot enthalten. Bildung 2 nun ist die Selbstreflexivität. Also ich soll nicht nur die Pluralität überlegen, sondern auch, wie stehe ich dazu, wie kann ich begründen, dass ich das eine sympathischer finde als das andere. Und ich muss mir klar machen, ich kann nie das Ganze wissen. Es gibt immer Erkenntnisbegrenzung individueller Art, ich verstehe das nicht alles, ich weiß noch nicht alles, wie aber auch Erkenntnisbegrenzungen in diesen Weltaufordnungen. Manche Leute glauben ganz sicher zu sein, zu sagen, dass man Menschen keine aktive Sterbehilfe zugegeben darf. Und andere sagen, na, so sicher wäre ich mir da nicht. Und genau dieses soll man mit aufnehmen und sagen, wo sind da die unvermeidbaren Erkenntnisbegrenzungen, um dann seine eigene Position begründet zu entwickeln. Das ist also die Einordnung dieses Bildungsbegriffs im Grunde in einen umfassenden Lernbegriff. Sie werden ab und zu mal in der Literatur, in der bildungswissenschaftlichen Literatur Bezüge auf diese Begriffe finden, aber die sind meist nur sehr sporadisch. Ich weiß jetzt in neuerer Zeit keinen Autor, der sich intensiv damit befasst hätte und das auch für seine eigenen Forschungen angewendet hätte. Aber als Orientierung scheint es ja zu funktionieren.